Dies sind Julia Stepanova und Vitali Stepanov und ihr kleiner Sohn Robert. Er lernt Julia damals nach Rusanova kennen, bei einer Anti-Doping-Schulung für Athleten. She clearly told me that all athletes in Russia are doping. You cannot achieve the results that you are getting, at least in Russia, without doping. You must dope. Он как бы смирился с этим. Вот это вбивается тренерам, тренера вбивают это спортсменам. И поэтому спортсмены, когда принимают запрещенные препараты, они не чувствуют, что они делают что-то плохое. Zunächst hilft Vitali seiner Frau sogar beim Dopen, besorgt Mittel, führt eine Art Doppelleben, kaum zu ertragen. Dann wollen sie nicht weiter lügen, sagen sie, schreiben der Welt-Anti-Doping-Agentur, schildern ihre Erlebnisse. Ich frage mich, warum davon nichts öffentlich wurde. Während der nun schon wochenlangen Recherche ein erster Durchbruch. Ich bekomme sogar Tondokumente von Gesprächen hochrangiger Trainer mit Athleten zugespielt. Das sind verbotene Substanzen? Sag das nicht so. Nenn das eine spezielle Art der Vorbereitung. Spezialvorbereitung. Unfassbar! 3-facher Erfolg für die Russen! 3-mal Russland vorn! Мне он давал оксидринон, это таблетки. I clearly could see that the officials are trying to make sure that some athletes are not being tested. Die russische Weltmeisterin Maria Savinova. Ich bekomme Videomaterial zugespielt aus dem Herbst 2014. Oxandrolon ist sehr schnell aus meinem Körper wieder raus. Dauert weniger als 20 Tage. Wir haben das testen lassen. Mein Mann hat nämlich sehr gute Verbindungen zum Dopingkontrolllabor. Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primobolan arbeiten. Und natürlich zum Anfang mit EPO. Aber wir müssen aufpassen, dass du im Rahmen bleibst, falls eine Kontrolle kommt. So. Hier hast du die Pillen. Angst und Einschüchterung scheinen zum System zu gehören. Wenn man über solche Sachen spricht, kann es sehr gefährlich werden. Es kann ein Unglück geschehen, verstehen Sie? Es kann alles passieren. Dies ist die Fassade. Das System dahinter soll keiner sehen. Das, was ich jetzt mache, erzähle ich alles. Для России, скорее всего, я буду теперь врагом номер один, потому что таким образом я рассказываю о системе, которая есть. То есть я поступаю плохо. Vor wenigen Tagen haben sie mit ihrem Sohn Russland für immer verlassen.